Es ist, wie schon im letzten Jahr, ein unruhiger Herbst beim FC Bayern München. Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac beginnt jetzt die Suche nach einem Nachfolger. Man will sich aber Zeit lassen. Ich kann auch nicht sagen, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Das ist auch nicht so wichtig, dass wir, weil wir jetzt 3 Wochen Zeit haben, um uns alle oder der Verein sich in Ruhe zu überlegen, wie wir damit umgehen. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Mit Niko Kovac haben wir ein prima Auskommen gehabt. Wir haben ein gegenseitiges Einvernehmen erzielt. Es gibt keine schmutzige Wäsche mit Niko. Ich habe heute noch mit ihm telefoniert. Ist alles soweit okay. Ich habe auch hier das Gefühl, dass er von einem ungeheuren Druck befreit ist. Und jetzt werden wir in Ruhe am Mittwoch gegen Olympiakos spielen, am Samstag gegen Dortmund. Und ich denke, dass wir bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in 3 Wochen wissen, wie das mit der Trainerfrage weitergeht. Er wird es definitiv nicht, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ajax-Trainer Erik ten Hag hat sich schon selbst aus dem Kandidatenkreis gestrichen. Yes, I can confirm. Ja, ich kann es bestätigen. Ich fühle mich eng verbunden mit meinem Team, mit jedem bei Ajax. Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleiben werde. Diese Saison, also vielleicht doch eine Zukunftslösung ab kommenden Sommer. Den Club kennt er, hat zwischen 2013 und 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern betreut. Bayern ist ein fantastischer Club. Ich habe die Zeit dort sehr genossen. Der Verein hat einen Platz in meinem Herzen, aber jetzt bin ich bei Ajax. Es wird also spannend an der Säbener Straße. Wer wird der Nachfolger von Niko Kovac? Eine Antwort darauf wird es wohl in der Länderspielpause geben.